Old school, old style. The one and only. The one and only. The one and only Rasenfreak. Hallo liebe Rasenfreaks, hallo liebe Community, hallo liebe Zuschauer. Ich bin der Rasenfreak auf YouTube. Und ich heiße Andreas Kraus, aber ist nicht so wichtig. Man nennt mich auch den Rasenfreak. Und ich bin wieder gut drauf. Oh. Shit. Naja. So. Ja. Das liegt an euch. Weil ihr so super liebe und super nette Kommentare unter mein letztes Video geschrieben habt. Oder war das vorletzte? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall das Video mit der Krise, mit der YouTube-Krise. Ja. Das war echt super. Da ist meine Frau. Die chillt da. Seht ihr sie? Irgendwo da. Da ist sie und trinkt Kaffee. So, also. Ihr wollt Vlogs? Ihr wollt ungeschnitten und authentische Videos? Ihr wollt den Rasenfreak? Das ist total lieb. Das ist total toll. Das hat mich unglaublich bewegt. Ja, und jetzt sind wir wieder hier auf der Fläche im ganz alten Selfie-Style. Und ich werde jetzt gleich mähen. Erstmal mit meinem guten alten Sabo, meinem guten alten Sabo 43A mit Antrieb. Da will ich jetzt erstmal die hohen Flächen mähen. Da, die ganzen hohen Flächen da. Das Gras ist rausgewachsen. Wir waren jetzt wieder fast eine Woche unterwegs. Ich konnte am Samstag die hohen Flächen nicht mähen. Heute ist Montag, der, keine Ahnung, vierte. Da ist sie wieder. Montag, der 4. September schon. Montag, der 4. September. Und ja, das Gras war heute Morgen richtig, richtig nass. Richtig nass. Wir haben einen Tau zurzeit auf der Rasenfläche. Die kurze Fläche, die bürste ich mal ab. Immer noch ganz klassisch mit meinem Bürsten, mit meiner Bürste, mit meinem Besen. Und das hohe Gras habe ich jetzt nicht irgendwie abgebürstet. Und ich hoffe, es ist jetzt trocken. Ich hoffe, es ist jetzt trocken. So, Checker. So, Strümpfe nass. Nee, ist gut. Ist super. Kamera schief. Egal. Also, es ist tatsächlich auch im Schatten schon trocken. Das ist gut. Jetzt können wir also anfangen zu mähen. Genau. Ja, stellen wir die Kamera auf. Dann holen wir mal den Sabo raus. Viel Spaß mit diesem Video. Es gibt nichts Besseres. Wow. Ja, lieber Rasenfreaks, wie ihr seht, sind die Räder noch ein bisschen feucht. Also es ist innen drin im Boden noch ein bisschen nass. Erstaunlich. Es ist krass, es ist natürlich auch mega hoch. Aber mal zwei ganz kurze Worte zu diesem guten alten Sabo. Dieser Sabo, den habe ich von meinem Vater geerbt. Ein 43A mit dem guten alten Bridge & Stratton Motor. Das ist mein leisester Benzinmäher. Der läuft so smooth, so wunderbar leise. Ich liebe das Ding und er schneidet echt super. Ich habe keine Kooperation mit Sabo, aber ich liebe dieses Teil. Danach sieht der Rasen immer aus wie ein Teppich. Jo, also, jetzt geht's weiter. Yeah.
Das knallt immer so. Herrlich. So, lieber Rabenfüchs, ich will euch noch was richtig Cooles zeigen. Und zwar, das ist richtig cool, das geht alles auch von allein ein Stück weit. Und zwar hier, an der Stelle hier, genau da, Licht und Schatten. Genau an der Stelle hier, da saß der Buchsbaum und hier habe ich die PS11 von Prosimentis gesät. Eine Mischung aus Festuca rubra und Agrostis capillaris. Und diese Fläche hat sich auch so, so gut entwickelt. Sehr, sehr, sehr nice. So, jetzt ist das nächste Beauty-Gerät dran. Und wie immer vergaß er, den Antrieb reinzuschalten. Nee, heute nicht. Wir mähen endlich auf 12 cm. Und warum ist das so wichtig? 12 cm? Nö, 12 mm. Nochmal. Also wir mähen auf 12 mm. Warum ist das jetzt so wichtig? Das ist wichtig, weil der Toro E-Flex ja eigentlich für Golfplatzgrüns gedacht ist. Und die mäht man dann so auf 3 bis 5 mm. Und dafür ist die Spindeldrehzahl ausgelegt. Je kürzer das Gras, desto schneller die Spindeldrehzahl. Es gibt so eine Faustformel. Die Schnitthöhe muss gleich dem Schnittabstand sein. Schnitthöhe gleich Schnittabstand. Und der Schnittabstand ergibt sich aus der Spindeldrehzahl und der Fahrgeschwindigkeit. Und diese Maschine habe ich versucht zu tunen, um höher zu mähen. Nämlich, ja, eigentlich wollte ich so zwischen 20 und 10 mm mähen können. Also so auf 15 wollte ich eigentlich hochkommen mit dem Schnittabstand, sprich der Schnitthöhe. Und da habe ich jetzt so eine Übersetzung eingebaut hier. Und ich kam nicht weit genug runter mit der Spindeldrehzahl. Also nur so um, ich weiß nicht mehr genau, 1000 oder 900 Umdrehungen pro Minute. Und das sind dann tatsächlich umgerechnet mit der Fahrgeschwindigkeit, umgerechnet genau 12 mm Schnitthöhe. Also die ideale, die perfekte Schnitthöhe für den Toro E-Flex sind 12 mm. Und jetzt haben wir es geschafft. Oh, Hilfe. Oh, schnell weg. Uiuiui. Uiuiui. Ja, das ist natürlich noch mal eine Nummer tiefer. Das ist jetzt der perfekte Schnitt. Siehst du überhaupt was? Film mal bitte die Fläche. Ja. Eieieiei.
Das ist immer ein bisschen laut. Tja. Aber er schneidet eben auch nicht jedes Hämmchen. Dazu müsste man eben noch öfters rüberfahren. Selbst bei der perfekten Schnitthöhe wird nicht jeder Halm geschnitten. Das ist halt so bei Spindelmähern. Da ist tatsächlich ein Sichelmäher etwas besser. Aber der perfekte Schnitt, da macht am Spindelmäher keinem was vor. Zieh ein Stück zurück, damit ich wieder ansetzen kann. Was ich vergessen habe zu erklären, das Problem bei dem E-Flex ist, es ist zwar ein Akkumäher mit Elektromotor, aber er hat nur einen Elektromotor, nämlich diesen fetten Motor hier. Das ist der Elektromotor, ist auch kalt, und der geht sowohl auf die Antriebswelle wie auch auf die Spindel. Und das heißt, Spindel und Antriebswelle sind mechanisch gekoppelt. Da kann man die Übersetzung nicht verändern. Die kann man halt nur eben vorne über diesen Zahnriemen verändern. Und das ist so ein kleiner Nachteil. Also noch besser wäre natürlich ein Elektromäher, ein akkubetriebener Spindelmäher mit zwei Motoren. Mit dem Antriebsmotor und mit dem Spindelmotor. Und wenn man die noch zueinander verstellen kann. Also dass man das jetzt einstellen kann. Ich fahre bei der Geschwindigkeit und möchte jetzt auf 12 mm mähen. Ich brauche 900 Schnitte pro Meter. Dann wäre es perfekt. Also der Rasen ist wirklich, klar, im tiefen Licht der Abendsonne immer toll. Aber wir fahren mal rüber. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist schon nicht schlecht. Diese ganzen Spots sind hier die Wurmhäufchen. Die sind natürlich schon wieder da. Die kleinen Würmer. Ja, sowas bleibt dann mal hier hängen. Einer mal nicht geschnitten. Aber sonst ist das schon richtig schön. Richtig schön. Ich hatte am Dienstag gemäht. Dann habe ich Samstagabend nochmal schnell auf 13 mm gemäht. Von Samstag bis Montagabend. Heute ist Montagabend. Ist das schon wieder gefühlt so dermaßen rausgewachsen. Ich habe noch mal jetzt gedüngt. Ich kann mal gerne hier den Düngerplan einblenden oder hier. Ich bin bei 12 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr. Also nach der jetzigen Planung. Also ich bin noch ein bisschen weiter runtergegangen, eher als ich eigentlich wollte. Also wir sind bei 12 Gramm und wie ich ja schon gesagt habe, in einem der letzten Videos, das langsam zahlt sich tatsächlich diese Stickstoffveränderung aus. Der Grasbestand verändert sich, das Gras sieht richtig gut aus. Wasser gab es genug, ich habe noch niemals so wenig bewässert. Natürlich in neuen Flächen musste ich bewässern, aber diese Fläche musste ich praktisch nicht bewässern, weil der Sommer so feucht war. Das war schon ziemlich cool. Bei manchen habe ich jetzt gelesen, in den Kommentaren war es sogar zu feucht, dass ihr Probleme hattet, überhaupt halbwegs einen stabilen, gesunden Rasen zu kriegen, wegen Pilze, wegen Staunässe. Also das hatte ich auch mit Rotspitzigkeit. Große Probleme da auf der Fläche. Ist mittlerweile auch weggegangen durch die Nachdüngung. Auch wenn es nicht so viel Stickstoff war, hat der Pilz, der Rotspitz, sich verkrümelt. Deswegen sieht das gerade richtig gut aus. Und am allerbesten sieht es am nächsten Tag aus. Jetzt ist er ja ein bisschen runtergedrückt und dann kommt er so ganz langsam wieder hoch. Und dann am nächsten Tag, oh,
traumhaft. Ich mähe weiter. Ah, hier habe ich schon wieder zu weit gemäht. Eine Kante wieder reingemäht. Wahrscheinlich zu früh aufgesetzt. Ja, und immer aufpassen. Nicht zu früh aufsetzen. Deswegen gibt es auch die Schlussrunde. Die Runde einmal außen rum. Junge, Junge, Junge. Der haut was raus. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen. 5 kurze Bahnen. 5 kurze Bahnen. Nie einsaugen. Hier, da liegt krass Schnitt. Ja, muss ein bisschen, ich habe hier schon zu spät aufgenommen. Ausgekippt. Und dann hängt der Grasschnitt schon in der Spindel. Wenn sich hier vor das Gras vorsetzt, dann kann es nicht richtig mehr reingeworfen werden. Das ist ein Nachteil. Das ist eine Konsequenz, die ich aus dieser Drehzahlreduzierung erzeugt habe. Weil die Drehzahl langsamer dreht, schmeißt sie das Gras nicht so weit nach vorne in den Fangkorb rein. Tatsächlich durch die langsamere Drehzahl fühlt sich der Fangkorb schlechter. Deswegen muss ich ihn langsam öfters ausleeren. Ja, es hat immer alles zwei Seiten. Da muss man halt ein bisschen öfters ran. Klar, wenn ich natürlich ein bisschen schneller laufe, wenn ich so richtig Speed gebe, Vorsicht. Das ist jetzt hier Maximalspeed. Das ist jetzt volle Vollgas. Das ist schon richtig schnell. Dann schmeißt er natürlich auch weiter. Und das ist schon richtig schnell. Nicht so schnell. Vollspeed. Das ist die höchste Mähgeschwindigkeit. Nicht so schnell. Oh. Enge Maum. Das ist echt cool. Man kann den hier mit diesem Drehrad, kann man hier mit dem Daumen immer die Geschwindigkeit dosieren. Es geht so gut. Tatsächlich nehme ich den Rasenschnitt immer auf, weil ich die Festuca drin habe und weil ich natürlich auch sehr stark die Poanoa-Blüte hatte. Deswegen nehme ich den Rasenschnitt auf. Der Rotschwingel hat einen sehr holzigen Anteil im Blatt, das sogenannte Lignin. Das ist der holzige, der harte Anteil im Blatt. Und dieser Ligninanteil, dieses holzige Zeug im Blatt, wird von den Mikroorganismen nicht so gut verarbeitet. Und deswegen neigt eben dann der Rasen, die Rasentragschicht noch stärker zum Verfilzen. Von daher ist es Aufnehmen tatsächlich die bessere Lösung. Und weil die Poanoa immer blüht. Jetzt sehe ich die Spur nicht mehr, weil die Sonne genau von vorne kommt. Toll. So sehe ich sie toll. Aber gegen die Sonne sieht man nichts. Was ist denn das da? Ja, brutal. Zack. Weg. So, jetzt komme ich in den Festuca-Bereich. Hier ist die Festuca schon sehr stark
Deswegen machen wir jetzt hier schnell die Abschlussrunde. Fahr nach hinten durch, mähen hinten noch mit dem Gruma und mähen zum Schluss die Südkante. Also jetzt kommt die Abschlussrunde hier. Oh, diese Kante da. Hast du schon gezeigt, die Kante? Furchtbar. Furchtbar. Zack. Bisschen zu früh. Rein oder raus? Tja, weiß ich nicht, wie rum, aber egal. Ist eine Kante drin. Kannst du nur, Andreas. So, Abschlussrunde. Abschlussrunde, das ist unser Ding. Abschlussrunde, darauf ein Lied ich sing. Abschlussrunde, das macht das Grün erst schön. Die Abschlussrunde, die will ich perfekt sehen. Die perfekte Abschlussrunde, die ist in aller Munde. Und hier schwimmt der Meer richtig. So dicht ist das. Ah, wieder zu früh abgesetzt. Er lernt's nicht mehr. Das ist immer schwierig hier, hier wieder reinzukommen in die Bahn. Ja. So, jetzt nochmal ganz schnell ein kurzer Blick auf die Agrosse Stolonifera. Klar, da ist jetzt auch ein bisschen Pratense zwischen, ein bisschen Festuca zwischen, aber das ist schon ein Teppich. Das ist der Wahnsinn. Das ist so dicht, dieses Gras. Das ist schon ein Traum. Also, das ist Wahnsinn. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich brauche einen kleinen Moment, bis er sich eingeschaltet hat. Jetzt nicht über die Festuca fahren. Nicht über die Festuca fahren. Das mag sie nicht. Da auf der Festuca zu wenden, das geht gar nicht. Ja. Letzte Bahn hier. Das ist wieder umständlich. Deswegen braucht man, das wollte ich auch noch mal erzählen, wenn man mit so einem schweren Profispindelmäher arbeitet und eine Rasenfläche hat, wo man außerhalb der kurzgeschnittenen Fläche nicht wenden kann. Ich nutze hier mal meine hohen Flächen hier zum Wenden, möglichst, wenn es geht. Da natürlich an der Betonkante geht es nicht. Da müsste ich eigentlich auch einen Rand stehen lassen. Es ist immer besser, auf der höheren Grasfläche zu wenden, um nicht durch das Wenden eben dieses kurzgeschnittene Gras zu stark zu belasten. Die Festuca Rupra, der Rutschwingel, der mag das überhaupt nicht. Und da gibt es tatsächlich so, habt ihr ja schon mal gesehen, so Plastikplatten, die man auslegen kann. Und Turning Plates, oder wie die heißen. Also im Grunde sind es so Rollstuhlplatten hier von Ikea. Also so Plastikplatten, da kann man dann sehr schön drauf wenden.
ohne eben durch diese Drehung das Gras zu stark mit dieser Scherbelastung zu quälen. Habe ich nicht. Deswegen muss ich jetzt rausfahren und rumfahren. Aber ich will ja das Muster beibehalten. Ja, oh, zu schnell. Oh. Die letzte Ecke hier. Gut. Ja, jetzt machen wir die Konturen. Und dann müssen wir tatsächlich, ja, es ist kompliziert. Es wäre besser jetzt von der nach rauslaufenden Betonecke hier rüber zu mähen. Weil wenn ich jetzt von hier auf diese Betonecke zumähe, habe ich immer da an der Betonecke so einen spitzen Winkel. Und andersrum habe ich einen stumpfen Winkel. Also wäre viel besser, von der anderen Seite, von der Ecke anzufangen und hier die Schrägen rauszumähen. Denn durch diesen spitzen Winkel muss ich eben so rausfahren, um dann überhaupt wieder reinzukommen in die Spur. Mach ich jedes Mal falsch. Yo, deswegen heiße ich auch Rasenfreak. So, was machen wir jetzt? Ach, einen guten Eindruck. Das sollte man auch nicht machen. Tut so ein Motor nicht gut. Egal. Oh, hier die. Dann muss ich nochmal in die Ecke rein, ohne die Festuka zu belasten. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Aber nicht drehen, nicht drehen auf der Festuka. Das knallen die, das muss ich noch mal irgendwie sehen. Da sind zwar Gummianschläge, aber ich glaube, die sind völlig verhärtet. Dass das nicht immer, immer so laut ist. Okay, also gehen wir jetzt auf die Ecke und fahren von da noch mal. Passt natürlich mit den Schrägen dann nicht, egal. Mit den Streifen nicht. Das ist auch hier richtig, 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 richtig gefährlich. Wenn ich ein bisschen zu weit mähe und die vordere Frontrolle außerhalb der Betonkante ist und der Mäher abkippt, dann stitze ich aufs Untermesser sofort der Schnitt weg. Also ganz, ganz heikel. Deswegen ist die immer schlecht gemäht. Wollte ich gar nicht machen, jetzt hier so längs mähen. Egal. Das kann ich natürlich auch machen. Nee, ich mähe jetzt hier weiter. Es ist ja. Warte mal, das ist jetzt hell, also muss ich wieder zurück. Na gut. Wilde Mäh-Session hier, ganz wild. Kann ich noch mal versuchen, hier so ein bisschen die Ecke noch mal rauszukriegen. Ah. Ah. Bleib stehen. So. Jetzt zeige ich euch das. Das ist ja genau das Problem. Jetzt habe ich einen spitzen Winkel. Und jetzt will ich dahin, muss ich ganz raus, ganz rum, ganz über die Kante fahren, ganz außen, um hier einzuschwenken. Und jetzt kann ich aufsetzen. Hier genauso. Genauso blöd. Raus, rum, ganz rüber,
Jetzt kann ich aufsetzen. Ich brauche auch zwei Bahnen. Die kriege ich sonst nicht sauber gemäht. Raus, um, ganz raus und aufsetzen. So, lieber Randfüchs, ja, ich mähe unheimlich gerne am Nachmittag oder abends, wenn das Gras wirklich schon trocken ist. Dann hat man erstens weniger Probleme mit diesem Wasser, mit dem nassen, klebrigen Gras. Verschmutzt der Mäher nicht so stark. Und das Gras kann viel besser geschnitten werden. Der Schnitt ist wesentlich harmloser, wesentlich weniger verletzend, so muss ich es mal sagen. Also das ist ein Riesenvorteil, abends bei trockenem Gras zu mähen, nicht wenn das Gras feucht ist. Dann ist es so ein bisschen weicher und dann lässt es sich einfach nicht so gut schneiden. Genau, habe ich auch von Experten diesen Tipp und kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Sieht richtig gut aus, wenn das Gras abends geschnitten ist und morgens. Vielleicht können wir ja morgen früh noch ein paar Aufnahmen machen. Okay, ich mache jetzt diese Ecke zu Ende. Meine Liebste musste den Akku wechseln. Klack. Was war das? Ich möchte natürlich auch möglichst wenig hier über diese Betonkante fahren mit meiner Alurolle. Ist auch nicht so schön. So, einmal noch. So, fertig. Jetzt ziehen wir noch lang durch und dann ist gut. Ach so. Habt ihr aufgepasst? Was habe ich vergessen? Was habe ich gesagt? Krumer rausnehmen. Sehr cool, ist sehr einfach. Einmal hier auf N. Dann kann man den Krumer so hoch ziehen mit den beiden Hebeln hier. Zack. Völlig easy. Hebe ich ihn quasi aus dem Rasen raus. Dann kann ich weiter mähen. Nochmal? Hier, da hier so ein Hebel. Und damit kann ich den Krumer absenken. Zack. Sieht man auch deutlich, ne? Absenken und hochheben. Und damit ist der Krumer raus aus der Rasenfläche. Und hier stelle ich auf N. Hier ist dann der Markierer. Ich kann vorwärts, ich kann rückwärts krumern. Ich krumer jetzt gerne vorwärts. So, die Krumereinheit läuft vorwärts. Damit stelle ich das Gras so schön auf. Dann kann die Spindel das Gras noch besser schneiden. Aber auf der Festuka muss der Krumer raus. Letzte Rille hier. Sehe ich natürlich die Spur nicht. Und Fliegen hier. Totale Fliegenattacke. Ah, Spur nicht gesehen. Mist. Punkt. Ich muss weit nach weit vorausgucken. Ich muss weit vorausgucken. Oh, sind hier Fliegen in der Luft. So. Frau versucht das alles einzufangen. So. Schön. Was aber tatsächlich hier auf meiner Südkante so langsam immer so ein Problem wird. Ich mähe hier nur, meistens nur hin und her und nicht so quer dazu, weil es so kurz ist. Diagonal mähe ich ab und zu mal, aber weil ich sehr viel immer nur hier in eine Richtung mähe, ich weiß nicht mehr, ob man es sieht, so im Gegenlicht so ein bisschen, bilden sich so
Bobbys. Nein, ich glaube, ja, die Bobbys. Wie heißt das jetzt? Bobbers, egal. Es bilden sich so ganz leichte Wellen aus. Und das sieht man, wenn man so ein bisschen guckt und darauf achtet. Es ist nicht eine ganz gleichmäßige Fläche, sondern die wird, wie auf so einem unbefestigten Weg, ne, die wird immer tiefer. Ne, weil die Mäheinheit, die bewegt sich immer so ein bisschen vor und zurück und haut dann immer in diese Wellen rein und verstärkt diesen Welleneffekt hier auf der Südkante. Und das sieht man tatsächlich, wenn man genau hinguckt. Das kann man natürlich mit Sand wieder ausgleichen, indem man die Fläche wieder abzieht. Aber das Hauptproblem ist, dass man eben nur in eine Richtung mäht und nicht quer dazu, weil das hier so schmal ist. So, ich denke, das war es jetzt mit dem Video. Ich muss in die Sonne rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bleibt dran, wenn ihr mögt. Ja, und ihr habt es euch ja gewünscht, mehr Mäh-Videos. Schreibt mir Kommentare, ob ihr das gut findet oder nicht. Oder gebt mir einen Daumen, wenn ihr es gut findet. Das freut mich natürlich. Ja, macht's gut. Tschüss. Wie kriege ich das doch nicht hin? Ist doch egal. Herrlich.